Immer? Ah ne, alles gut. Ey, was soll ich sagen? Dürfen die auch nicht hoch? Die dürfen aber hoch. Was machen wir jetzt? Oh Gott. Junge, jetzt kommen die ganzen Lebenslänglichen rein. Die ist auch lebenslänglich. Wie viele Lebenslängliche haben die denn? Stück? Das ist aber geil. Ist wirklich gerade Frauenknast-like. Ich frage mich wirklich, wie es ist, mit jemandem, also jetzt Real Talk, so eine Beziehung zu führen, wenn er zum Beispiel im Gefängnis ist. Das macht doch keinen Sinn, oder? Oder? Oh mein Gott. Hallo? Hallo? Können Sie mich rauslassen? Das ist RP-Verweigerung. Ich will RP machen. Nehmen Sie mir nicht mein RP weg. Hallo? Ich habe meine Lektion gelernt. Ich bin ein anderer Mensch. Kannst du die Cam ein bisschen runter machen, damit ihr schön seht, wann ich rede, ne? Damit ich euch nicht mehr trollen kann. Hahaha. Nee, 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 nee. So, ich werde jetzt pinkeln gehen. Was ist das denn? Ist das eine T- Das ist die Außenanlage. Ich bin gleich wieder da. So. Hey, Laser. Hi, Larry. Laser? Meine ja. Schwester. Viel Spaß. Lobby, oh, ja. Dir. Was haben Sie denn angestellt? Viele Missverständnisse haben dazu geführt, dass ich jetzt gerade hier bin, wo ich bin. Okay, was sind denn Missverständnisse? Nun, ich formuliere es anders. Im Vergleich zu Ihnen bin ich unschuldig. Hm? Mhm. Wollen Sie mir jetzt sagen, warum Sie hier sind? Naja, Sie haben immer noch nicht die Frage beantwortet. Was und ich Sie haben mich verurteilt. Ich Sie? Also ich bin nicht Richter und ich weiß nicht, naja, was Sie getan haben. Naja, Sie haben gesagt, dass Sie unschuldig sitzen im Gegensatz zu mir. Wissen Sie denn überhaupt, ob ich wirklich schuldig bin? Nun, wenn die Schwester genauso ein übles Stück ist, oder wenn Sie genauso ein übles Stück sind wie Ihre Schwester, dann liegt das wahrscheinlich welche in der von Familie. Den du, Kollege, kannst du mal nicht so laut rumschreien, wenn du schon dumm sein muss hast. Dankeschön. Sorry. Ich nehme das irgendwie als Kompliment. Nun ja, Bösartigkeit steht Ihnen, Ma'am. Ist das so? Mhm. Dann passt ja. Gitterstäbe stehen dir. Ich frage mich, wer von euch beiden die gefährlichere ist. Wirst du nicht rausfinden. Wer würde mich als erstes K.O. schlagen? Sie oder sie? Na, Sie können ja mal raten.
Ich würde ja sagen, sie können es ausprobieren, aber geht wohl schlecht, hä? Ich glaube, dass sie, also die mir gerade gegenübersteht, gröber sind. Ihre Schwester dagegen hat aber eher Spaß und lässt die Sache langsamer angehen. Ich glaube, das würde ich so einkategorisieren. Weiß nicht, ob ich richtig liege, aber... Ich quäle lieber. Wie ist es eigentlich so, als Junkie und Verrückter abgestempelt zu werden? Nun, ich meine, man könnte versuchen, ihn zwischen die Gitterstäbe zu pressen. Wie ist das so, wenn man eine hässliche Unterhose anhat? Nun, dann hat diese Unterhose was mit Ihnen gemeinsam. Ich muss mal ganz kurz telefonieren. Oh, seien Sie froh, dass Sie hinter diesen Dingern sitzen, glauben Sie es mir? Und ihr könnt mir gar nichts. Ja, deswegen hat er ja diese große Fresse. Ihr könnt mir gar nichts, ihr könnt mir gar nichts. Das verstehe ich jetzt nicht. Alles klar, und wir gehen. Hat es gerade bei dir geklingelt? Wie? Am Telefon, ja. Ja. Warum rufst du mich an, während ich noch in der Leitung zu dir bin? Weiß ich nicht. Kommst du oder kommst du nicht? Ich versuch's. Sie sagen, eigentlich ist morgen Inhaftierungstag. Sag, dass du von Weezy News bist. Vielleicht klappt es dann. Ich weiß, das Problem ist, dass hier jemand so eine Reihe mit Interviews macht. Aber ich will trotzdem... Ich probier's. Na, mach mal. Ach. Bis dann. Ja, bis dann. Und Sie? Weswegen sitzen Sie? Weil ich Leuten ihre hässliche Unterhosen geklaut habe. Und dann bleib ich ja verschont, weil meine ziemlich hübsch ist, oder? Ich weiß nicht, die passt überhaupt nicht zu deinen Haaren. Naja, ich finde schon, gucken Sie sich mal den Bund an. Der ist auch rot. Ah, da brauchst du eine bessere so eine Stilberatung und so. Glauben Sie, dass mir Ihr Overall passen würde? Nö. Bist du zu dick für? Ich glaube nicht, dass ich zu dick bin, Ma'am. Das glaube ich schon. Also, wenn ich Sie wäre, würde ich halt ein bisschen ruhiger sein. Ich glaube, Sie haben auch eine Veranlagung zum Doppelkinn. Ach ja, mich stört das nicht. Na, mich ja auch nicht. Ich muss niemandem gefallen. Ach, jetzt eh nicht mehr. Nö, aber das ist mir auch so zu blöd und so. Und schon Pläne, was wir machen, wenn wir wenn wir wieder frei sind? Ach, mal gucken. Geht's in Richtung Himmel oder Hölle? Nach lebenslänglich. Oh, ich hoffe zur Hölle. Echt? Ja. Naja. Und dann kann ich dich wiedersehen. Ich komme in den Himmel. Ich bin unschuldig. Und sie die anderen wieder! Das ist alles gerade ein bisschen schwierig. Hilfe! Hilfe! Vielen Dank für den Raid. Baby to Angel, vielen Dank für den Raid. Danke, danke, danke. Und danke für den gifteten Sub auch. Kron Jay, ist das so richtig? Danke sehr. Vielen Dank. Zivak, auch danke für den gegifteten Sub. Ist schon ein bisschen her, aber dankeschön. Oh, Polizei. Ja? Okay. Erinnerst du dich noch an den Transporter? Ich glaube, er überlegt. Ach so, Sie reden mit mir. Welcher ja. Transporter denn? Welcher Transporter, fragt er. Welchen Transporter? Mhm. Björn. Björn? Und Inkognito. Stichworte. Alle Sachen, die mich triggern, aber jetzt keinen Bezug auf einen Transporter haben, zumindest nicht nach meiner Wahrnehmung. Okay, er kann keinen Zusammenhang mit einem Transporter herstellen. Welcher Transporter? Die Person, die sich als Inkognito verkleidet hat. Ah, ja, ach, der Massenauflauf ja? von Leuten, die genauso aussehen.
oder sahen ganz, ganz viele gelbe Männchen. Das ist ja schon lange her. Okay, er sagt irgendeinen Massenauflauf von Leuten, die alle gleich aussahen. Was hast du gesagt? Ja? Ja? Okay, die Person, die ich jetzt gerade hier am Telefon habe, ist die Person, die sich als Inkognito verkleidet hat und dich ein paar Mal hin und her gefahren hat. Ah, der Transporter! Der Transporter, Der Transporter, der coole! Ja, ja. Den habe ich am Telefon. Und was, und jetzt? Ja, warte, ich mach dich laut. Jetzt. Hallo Jonathan, erinnerst du dich noch an mich? Hallo, sagen Sie Hallo. Er sagt Hallo. Wie soll ich sagen? Ich war mir damals nicht sicher, ob du noch in dieser Stadt bist. Sagen Sie, ich bin noch. Und als du mich einmal fast umgebracht hast, fand ich das nicht so toll. Sagen Sie, es tut mir leid. Mach dir mal ein paar Gedanken, wie du das vielleicht wieder gut machen kannst. Er sagt, es tut ihm leid. Das glaube ich ihm. Ich habe Dino Nuggets. Ich werde die Tage nochmal auf ihn zukommen. Oh oh. Er kann sich ja schon mal Gedanken machen. Zukommen oder zufahren? Hö. Zukommen oder zufahren? Hö. Mal schauen. Gut. Das Leben wäre langweilig ohne Überraschungen. Gut. Soll ich wieder ausmachen? Tschüss, der Inkognito, Fake. Ja, also ich der denke, Fahrer. Lässt sich schon was einfallen. Tschüss, der Transporter. Gut. Man sollte einen Film von ihm machen, am besten drei Gut. Teile. Lautsprecher ist aus. Ich glaube, er hat die Hose voll, aber er wird es nie zugeben. Außerdem ist nicht mehr viel Hose übrig. Er hat doch keine mehr an. Er hat nur noch eine Unterhose. Den Rest hat er verloren. Zweimal. Ja. Ja, jetzt gerade, ja. Er beleidigt hier durch die Bank und meint, er kommt damit durch. Jetzt steht er hier in Unterhose, in Einzelhaft. Er wird davor stehen. Ich kann fies zu euch sein und ich kann nichts machen. Ich fühle mich wie so ein Kind aus dem Internet, der über einen Voice-Chat einfach andere beleidigt, ohne die Konsequenzen zu erfahren. Ganz dünnes Eis. Arschloch, Arschloch. Naja, sagen wir mal so, ha? Sie sitzen wohl nicht immer hinter diesen Stäben. Ich werde aber nicht einmal in die JVA kommen, weil ich ab sofort einen regelkonformes Leben für. Das ist, Dafür brauchen Sie gar nicht hier reinkommen. Ja gut, ist jetzt auch nicht so, dass ich hier gerne mal Urlaub machen würde. Urlaub. Mir sind die Insassen etwas zu gewalttätig. Die Frage ist eher, ob die Insassen zu gewalttätig sind oder sie zu maulig. Nun... Es ist ja nicht eine Form von Disrespect, das verstehen die meisten nur falsch. Es liegt an euch, weil ihr zu dünnhäutig seid und nicht den wahren Inhalt meiner Aussagen versteht. Ah ja. Ich meine, schauen Sie sich mal an. Wahrscheinlich wurde Ihnen das Leben halt um einiges schwerer gemacht, nur weil Sie sich nicht zusammenreißen konnten und deswegen von der Polizei immer wieder ins Gefängnis gesteckt wurden. Ja, damit legen Sie schon grundlegend falsch. Dann sind Sie unschuldig. Wenn es nach mir geht, bin ich die ganze Zeit unschuldig. Und wenn es nach der Justiz geht? Naja, dann würde ich nicht hier sitzen, ha? Und wem sollte man mehr glauben? Ihnen oder der Justiz? Na, das können Sie sich ja aussuchen. Nun, vielleicht das ist der Vorteil einer freien Meinung. Nun. Naja, also manchmal sind gewisse Dinge keine Meinungen. Sie passieren oder sie passieren nicht. Und dafür wird man entweder bestraft oder halt auch nicht. Aber ich glaube daran, dass sie bestimmt unschuldig sind. Und dass das alles nur eine Reihe von Missverständnissen ist. Dürfte ich erfahren, was ihnen vorgeworfen wird? Hat dir deine Mama nicht beigebracht, dass man nicht lügen soll? Ich lüge nicht. Ich versuche mich einfach nur darauf einzulassen.
Die Leute beschweren sich immer, dass ich denen halt irgendwie feindselig gegenübertrete mit meinem Aussehen. Weißt du, das Problem ist, du machst nicht so einen seriösen Eindruck in deiner Leopardenunterbuchse. Nun, ich würde ja einen besseren Eindruck machen, wenn sie mich halt nicht beklauen würden. Also ich habe nichts gemacht. Naja, aber so wie ich das mitbekommen habe, war das ja berechtigt. Ich nur ein Bild von dir auf Whistle zu postern. Machen Sie das? Das ist ja für Likes. Ich bin Reality-TV-Star. Ja, sowas mit so einer Unterschrift oder so. Nimm keine Drogen, gib dein Leben nicht auf oder sowas. Weißt du, was das Praktische ist, Lobby? Was denn? Das ist ja kein Glas hier, ne? Ja, lass mich an meiner Zigarette. Ich kann aber auch ausweichen. Ja, jetzt kommen Sie nicht mit Ihren Armen ran. Wenn das die Maßnahmen erfordern, werde ich ab sofort aus einer gewissen Distanz zu Ihnen sprechen. Das spricht aber nicht für Sie und macht Sie schuldiger. Mach ich nicht. Das macht mich schuldiger. Naja, wenn Sie halt so sind, glaube ich dann schon der Justiz, dass sie richtig lag. Ich kann ja auch jeden Atemzug einfach mal da reinpusten. Nun, das ist jetzt ein bisschen blöd. Was genau? Ja, gut. Es tut mir wahnsinnig leid. Es tut mir wahnsinnig leid. Wir haben ein Problem. Bitte erschlagen Sie mich nicht mit einer Rohrzange. Die haben da jemanden mit eingeschließert aus Versehen. Ja, wir kümmern uns. Der arme Jake ist bei dem komischen Unterhosenmann. Wir kümmern uns einmal drum. Geht ihr ab? Der ist ein Idiot. Alles gut. Entschuldigung. Dabei war kein Mörder. Warte mal kurz. Ist ein Problem? Alles gut. Nein. Ich hatte nicht gesehen, dass da noch Kollegen für da dich sind. Haben Sie ein Problem? Vielleicht ja. Kann ich Ihnen dabei irgendwie helfen? Jake? Er hat Rose tote Frau beleidigt. Habe ich nicht. Mehrfach. Bitte was? Das habe ich nicht. Und er mault uns hier die ganze Zeit an, weil er der Meinung ist, er ist da hinter ihr sicher. Er ist mein Name. Da sicher. Robert Kozlowski. Jonathan Laser. Jonathan. Biester. Oh. Das ist eine ganz große Nummer, oder was? Er hat uns fett angegrinst, dass wir ihm nichts können. Ups. 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 Ach ja, er hat uns hässlich und sonst irgendwie genannt. Jonathan. Er hat nicht daraus gelernt, dass ich ihn ausgezogen habe. Wie findest du das eigentlich jetzt gerade mit mir hier alleine? In der Zelle. Zimmer. Ich muss sagen, dass ich gerade gewisse Meinungen geändert habe und gewisse Aussagen revidieren möchte. Also irgendwie will ich ja nicht sagen, aber Captain Bitte? Unterhose hat auf einmal nicht mehr so eine dicke Lippe. Okay. Ich hoffe auch, dass ich keine bekomme, weil ich noch weiter mit Ihnen in dieser Zelle stehe. Hast du dich denn bei den Mädels entschuldigt? Ja, wenn Sie gerne nochmal Zeuge dieses Ereignisses sein möchten, dann wiederhole ich das mit dem Entschuldigen auch nochmal. Hat er nicht gemacht. Ja, dann kannst du ja mal auf die Knie gehen und dich versuchen, bei denen zu entschuldigen. Und das möchte ich richtig ehrlich hören. Ja? Mhm. Die Damen? Ja, bitte, ich höre zu. An die Geschwister gewalttätig hier vor mir. Ich möchte mich mit allen Dingen, die ich Ihnen vorgeworfen habe, entschuldigen und habe meine Meinung als auch meine Ansichten nochmal reflektiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich, der im Unrecht bin und ein kleines Schwein und Sie beide... Oh ja, du kannst mal ein bisschen so wie ein Schwein fiepen oder oink, was weiß ich, wie ich die machen. Ich hätte zwei Möglichkeiten, oink, oink oder... Ja, das hört sich gut an. Beides oder das eine danach? Also der Transporter sagt... Er verkauft jeden. Er tut immer genau das, was er denkt, das gerade hilft. Und sobald er die andere Situation hat, wird er wieder frech. Glaubt ihm kein Wort. Also, machst du das? Und wenn ich jetzt gehe, dann bist du wieder ein Schwein und... Ja, wahrscheinlich ist er wieder das größte Arschloch, weil er der Meinung ist, dass er dahinter sicher ist. Mir wurde vorhin vorgeworfen, ich wäre oberflächlich und hätte zu schnell jemanden, ein Mitglied der Ashley-Gang genannt. So fordere ich doch einfach gerne dieselbe Chance, dass man sich persönlich von mir ein Bild macht, ohne auf die Meinung anderer zu hören. Oder? Das mache ich ja auch. Ich könnte nach der Justiz gehen. Das heißt, du möchtest, dass Jake hier rauskommt, damit du wieder sicher hinter Gittern stehst und dann wieder frech zu werden, damit er sich ein eigenes Bild machen kann. Nun, finden wir es doch heraus. Nette Idee. Nein. Ich will mir nicht so nahe kommen. Ja, bitte. Auf dem Weg hier, dich rauszuholen. Ja, besser.
Ich wollte also die Mädels wollen dir wohl nicht vergeben. Und ich finde das auch nicht in Ordnung, was du gesagt hast, bin ich ehrlich. Ich kann nichts anderes machen, als über mich hinauszuwachsen und meine Fehler einzusehen. Meine Güte, wie schleimerisch er sein kann, weil also er weiß, dass Jake da drinnen steht. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen. Lass dich nicht um Finger witteln. Er ist ein Arschloch. Das so? Was würdest du denn dann sagen? Der Jake? Und er war respektlos. Ganz kurz, Jake, du hast doch mal gesagt, dass ich voll so die Nette und Hübsche bin, ne? Ja. Und er hat gesagt, dass ich voll hässlich bin und so. Das habe ich nicht wirklich gesagt. Sie hat gesagt. Jonathan. Weißt du, ich glaube, du hast ein großes Problem. Das sind meine Mädels. Weißt du, Jonathan, wie man das nennt? Soll ich dir das sagen? Ach ja, er hat versucht, mich anzubaggern. Er hat gesagt, oh, hast du nicht auch Matchup? Und er wollte meine Stiefel küssen und mich bestechen. Bestechen auch noch. Und er hat mir ein Lied gesungen. Was ist denn daran mir dein Herz, Nick. Aber was ist denn daran jetzt? Also ich meine, das ist doch nichts Schlimmes. Das war widerlich. Dann lass ich das sein. Besser ist es auch für dich und für dein Gesicht. Oh, seid ihr beide etwa? Dann tut es mir leid. Das wusste ich nicht. Das sind wir nicht. Welche? Weiß ich auch nicht. Ihr alle vielleicht? Aber das sind meine Mädels trotzdem. Okay. Ich pass auf die auf. Also. Weißt du, was du mal machen kannst? Bitte. Kannst dich da mal da an die Wand stellen. Und dann? Ist das ein Stimmverzerrer? Tanz doch mal für mich. Wie meinen Sie? Keine Ahnung. Zeig uns mal was Cooles, wenn du so ein Showman bist oder so. Aber ich stehe gerade unter ziemlich... Das ist mir egal. Also ich kann es auch anders machen, aber... Jetzt sage ich erstmal nett zu dir, tanz doch. Ja, ist doch schön. Und jetzt kannst du mal ein Liedchen singen, aber was Schönes, damit wir ein bisschen unterhalten sind. Singen! Gibt es irgendwelche Wünsche? Er muss lauter singen. Ich will doch auch was davon haben. Ach ja, ein bisschen lauter natürlich, ne? Gibt es irgendwelche speziellen Wünsche? Weiß ich nicht, singen Sie doch mal alle meine Entchen. Ja, ich hätte was. Ja, dann hauen Sie mal raus. Oh Mann. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be sunlight only warmer. I wanna be daylight in your eyes. I wanna be loved only strong. Jetzt lass ihn doch eben zu Ende singen. I wanna be daylight. Okay, ist auch ein bisschen Körperverletzung, was er da gerade macht mit dem Gesang. So, und jetzt gehen wir da ran. An was ran? An die Tür. Aber dann können ja die Insassen einfach ihre Hände durchstrecken und mir Schläge verteilen und kippen auf die Haut aus. Das mache ich nicht. Einmal lächeln, Laser. Was? Dankeschön. Dankeschön. Na, das klebe ich in mein Fotoalbum ein. Ja, du hast doch gesagt, du bist doch so berühmt und so. Um das und zu erläutern. Und wenn ich mal so einem echten Star so begegnen tue und so, dann muss man doch, da macht man doch so ein Foto oder so. In der jetzigen Konstellation fühle ich mich aber selbst wie der im Unrecht ist und behandelt wird und das ungerecht. Also nach dem, was ich erfahren habe jetzt, bist du auf jeden Fall schuldig. Du beleidigst und sagst Sachen, die verletzend sind. Und wie gesagt, habe ich mich dafür entschuldigt und bitte nur um die Chance, es wieder besser zu machen, da ich euch jetzt kenne. Ja, natürlich. Und wenn Jake gleich raus ist, dann hast du wieder die große Fresse. Dann lasst uns das doch gemeinsam herausfinden. Ich finde euch echt super. Ihr seid für indem mich wir alle... einfach die Türen wieder aufmachen? Das befürworte ich. Ja. Das können wir gerne machen. Haben die Wärter schon nicht die vorhin mitbekommen, dass sie zwei in einer Zelle sind? Warum machen die da nichts? Ja, weißt du, die kümmern sich drum. Weißt du, das ist so ein Ding von, so wie man in den Wald reinrufern tut und so. Das ist richtig. Also die wollen mich unbedingt in Einzelhaft stecken, kann ich aber jetzt nicht sein, weil da jemand ist, der mir fast das Maul kaputt schlägt. Naja, das habe ich noch nicht getan, oder? Haben Sie jetzt also Angst, ha?
Nun, natürlich überkommt mich die Angst. Ich bin mit Straftätern hier, die lebenslänglich sitzen und deswegen schon was geleistet haben, um das auch zu sein. Warum bist du denn hier eigentlich? Ich habe jemanden mit einem Apfel als Geisel genommen. Bitte? Mit einem Apfel? Es ist verdammt peinlich, das zu sagen, vor allem mit einem Umfeld wie diesem, wo alle Leute wirklich was Hartes gemacht haben. Aber ja, es ist die Wahrheit. Und ich schäme mich gerade jetzt für diese Aktion mehr denn je. Und das ist nicht gelungen. Ich würde mich auch schämen. Also, wow. Diese Tür auftreten kann? Stimmt nicht, ne? Gibt's überhaupt noch Wärter oder sind die alle gegangen? Naja, wir übernehmen das jetzt hier, ha? Ich glaube, die wollen, dass wir Spaß haben, Jake. Ich glaube auch. Oh yeah. Ganz schön wilde Unterhose, muss ich sagen. Denn, hey, pass auf, ich kann gern deine Bitch sein, wenn du willst. Ich will nur überleben. Jetzt auf einmal ganz kleines Höschen. Willst du mir verraten, was du vielleicht gemacht hast, dass du hier bist? Oder nicht, was dir vorgeworfen wird eher? Ich weiß ja mittlerweile, wie es bei euch funktioniert. Will ich das? Nee. Ach komm, das ist doch fair, ich hab's dir doch auch erzählt. Ja, ist auch ein bisschen erbärmlich, also... Das ist ein Grund, warum ich hier bin. Das reicht. Den wird es geben, klar. Bei ihr gibt es anscheinend keinen Grund, deswegen. Da muss man ja auch immer ein bisschen auseinanderhalten. Bei dir gibt es anscheinend einen und bei ihr nicht. Ihr beide wollt mir aber nicht sagen, was genau vorgeworfen wird. Was ich auch respektiere. Ich wollte nur die Zeit ein bisschen totschlagen, mich mit euch unterhalten. Über eure Vergangenheit und so. Vielleicht kriege ich ein besseres Bild von euch und somit ändert sich auch meine Meinung und ich beleidige euch nicht. Wobei das nie in Ordnung ist. Warte mal, Jonathan. Also, willst du jetzt... Boah, da wäre ich richtig aggressiv. Boah, ich auch, wenn ich das schon höre. Ja? Auf mich selbst. Ich kann mir so ins Gesicht schlagen. Mach das mal. Geht nicht. Warum? Schutzmechanismus. Soll ich das tun? Nein. Du hast gerade gesagt, wenn wir dir was erzählen über uns... Ja? Dann wird es dein Bild von uns ändern. Ja, ist doch korrekt von mir, weil, also das ist ja so, weil andere Einflüsse da... Wie ist es, wenn du einfach ohne irgendwelche Vorurteile in diese ganze Sache reingehst? Oder, ihr seid lebenslängliche Straftäter. Ja und? Erstmal sind wir jetzt hier gerade Menschen, oder? Hey, das sag ich auch immer. Lachst du gerade? Nein. Hast du gerade gelacht? Nein. Ich glaube schon. Ich hatte gerade was, ohne Witz, da war gerade was in meinem Hals und das ist wieder rausgeflogen jetzt. Bitte. Ich finde das wirklich nicht witzig. Lee? Lee? Ich kann dir nicht leiden, ja. Na, wir auch nicht, ja. Ja, manchmal, um euch zu beruhigen und recht zu geben, manchmal kann ich mich auch nicht leiden. Also wirklich nicht. Ich glaube, viele Leute mögen dich nicht. Wenn du immer so bist, schwierig. Es ist gerade nur wegen Gefängnis. Eigentlich bin ich ein ganz anderer. Wirklich, ihr habt Hobbys. Ja, ich bin auch eigentlich ein ganz anderer, wenn ich nicht hier drin bin, ja. Ich überlege vielleicht, dass wir so eine Art Reform einführen können. Dass wir das Gefängnis und die Art der Bestrafungen und wie das alles vollzogen wird, ändern lassen und somit ändert sich auch vielleicht unsere Laune. Wenn ich da draußen bin, werde ich für euch kämpfen. Das verspreche ich euch. Ja, nee, ist klar. Nee, wirklich. Du bist so ein Lügner. Ich bin ein verfickter Held. Okay, und wie willst du uns denn helfen, hä? Nun, ich werde die Gesetzesgebungen ändern. Ich werde dafür sorgen, dass die Einrichtung hier verändert wird. Ist klar. Doch, wirklich. Reality-TV-Star, der aus der Show geflogen ist. Ich bin noch drin.
Also, da ist mir was anderes übermittelt worden. Dann liegen die Leute leider falsch. Dann sind deine Informationen nicht ganz richtig. Aber das ist in Ordnung. Denn hier aus der Quelle erster Hand, da erfährst du, wie es wirklich ist. Ja, so viel dazu. Darf ich die Wärter anrufen und fragen, warum die verfickt nochmal so lange brauchen? Nein. Sehen wir aus, als würden wir es unterstützen, dass du gleich wieder große Fresse hast. Versucht's doch einfach mal. Um ehrlich zu sein, finde ich euch viel sympathischer als die meisten Leute da draußen, ja? Meine Fresse, ich rutsch gleich aus vor lauter Schleimspur. Ich meine das ernst. Ich versuche es so wahr wie möglich auszuformulieren. Es ist so anstrengend, wenn einem nicht geglaubt wird. Das mag ich nicht. Irgendwie, Jack, habe ich das Gefühl, dass sie uns nur haufenweise Idioten hier reinschmeißen. Ja, das glaube ich auch. Hätten es wohl eher Psychiatrie als Gefängnis nennen sollen. Ja. Also ich wäre jetzt auch gerne woanders, ne? Schön in meiner Villa am Chillen mit meinen Chayas. Du bist ein richtiger Witzbold, oder? Was ist jetzt daran wieder witzig gewesen? Ich weiß nicht, aber... Ich mach's einfach wie du. Ich hab das Gefühl, ja? Alles, was aus deinem Mund kommt, ist Bullshit. Ich weiß nicht warum, aber du siehst auch schon aus wie Bullshit. Okay, stell mir eine Frage und ich antworte sie ernsthaft. Ich antworte alles ernsthaft. Wo ist Nick? Ah, die sucht Ray. Ja, die sind draußen. Ja. Eine ernst gemeinte Frage, die du ernst antworten kannst mit der Wahrheit, ja? Ja. Weißt du, das Ding ist, du interessierst mich halt nicht die Bohne. Ja, also gut, Punkt für dich. Dafür hast du mir schon ziemlich viele Fragen gestellt. Du bist ganz schön frech. Bist du Raucher? Nein. Das ist gut. Dann hast du ja kein Problem, dass ich hier rauche, ne? Passivrauchen ist schädlich. Ja, das stimmt. Ich gucke kurz ans Telefon. Hallo? Wie ist der? Ich bin in einer Zelle mit jemandem, der lebenslänglich hat. Ich hab gehört, du hast da Scheiße gebaut. Stimmt das? Wo hast du Probleme? Nein, ja. Mich hat jemand zusammengekloppt, weil er auf einem Vendetta-Zug ist, weil er wegen mir in den Knast gekommen ist, weil er mich abstechen wollte. Also du hast Probleme. Mir wurde gesagt, du hast Probleme da drin. Stimmt das oder nicht? Ist alles gut? Ich weiß nicht. Ob ich ein Problem habe, entscheide nicht ich, sondern die Leute, die mir gegenüberstehen. Und die haben lebenslänglich. Die sind gefährlich. Aber ich glaube, ich kann das noch handeln. Ich hab nichts zu verlieren, denk daran. Ich weiß. Die könnten mich einfach jetzt aufessen. Also wortwörtlich. Der eine könnte mir ein Ohr beißen und die andere Person hier in mein Bein. Hauptsache, du hast immer deinen Arsch an der Wand. Das ist wichtig. Könnten wir wirklich. Oh nein, jetzt habe ich sie auf die Idee gebracht, Roche. Wenn ich mich morgen nicht mehr melde, dann wird es wahrscheinlich leider nichts mehr mit dem Management. Ich drehe am 15. mit oder ohne dich, also. Ja, sowieso. Aber dann versuch mich als einen Helden hinzustellen, dass ich für eine gute Sache gestorben bin. Das glaubt mir kein Schwein. Find irgendeine Story. Ich habe heute an unser Format geschraubt. Ich habe da ein Riesending vor. Also sieh zu, dass du eine rauskommst. Ich versuch's. Okay. Nein, ich komme da jetzt nicht mehr hin. Das lohnt nicht. Alles gut. Kein Problem. Adios. Bis dann. Das wird eine saftige Klage geben gegen die Justiz. Das sage ich euch. Ihr wollt mich in Einzelhaft stecken, haben gewusst, dass dann noch jemand hier drin ist und dann kommen sie nicht mehr raus, um mich rauszuholen. Also her, meine ich. Was ist denn das für eine Scheiße? Dieses dumme, verfickte Milchgesicht. Dieser dumme Scheißwichser. Dreckskopf. Ich glaube, sie wollen, dass wir uns selber drum kümmern. Ja. Hey, du hast auch Einzelhaft und könntest rein theoretisch jetzt hier nicht raus. Könnt ihr raus, ja?
Wie denn, zeig. Ich bin jetzt gerade gerne bei dir. Aber ich nicht bei dir. Es ist mir egal. Und irgendwie habe ich auch wirklich Hunger. Ich habe noch eine Packung Dino-Nuggets. Wenn du die willst, kannst du die haben. Alles andere ist sonst, glaube ich, nicht unbedingt essbar. Außer Ibuprofen. Wenn du kräftig reinbeißt und dir vorstellst, es wäre Schokolade, dann vielleicht. Geh mal wieder nach da vorne. Ja, besser. Sag mal, ist der kalt eigentlich? Es geht. Ja, bin ich nervös als ein... Naja. Falsche, ist das an das Police Department? Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ja, ich wollte nur sagen, dass Ihre Dreckskollegen mich in Einzelhaft stecken, hier jemand aber mit mir in der Zelle ist und sich gerade schnurstracks verpisst haben, als sie gemerkt haben, dass ich diese Person hier in meinen Zellen habe und die nichts mehr machen. Das hagelt eine saftige Klage, mein Freund. Ihr seid so am Arsch und keiner unternimmt was, um hier zurückzukommen und mich hier rauszuholen. Ihr dumm... Dass ich bin so sauer, dass ich bin so sauer, dass ich nicht mehr emotional werde. Ich bin so sauer und enttäuscht, Jonathan, dass ich es einfach so kundtue. Ich stehe neben dir, ne? Das ist dir bewusst. Und das war's. So. Gut, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ja, ey, weißt du was? Du bist ein... Dieser... Ich glaube, die haben keinen Bock auf dich. Ey, weißt du was? Die werden auch keinen Bock auf diese Klage haben. Aber die gibt's trotzdem. Und dann können die mir schönen Schmerzen geben. Ey, nichts gegen dich, Bro. Ne, du bist ja echt ein Korrekter eigentlich. Aber du bist trotzdem irgendwo eine laufende Gefahr. Ne, du kann hast er ja gleich mal helfen. Du kannst mich einfach killen. Die wollen mich in Einzelhaft das stimmt, ja, wegen Deeskalation das... stecken. Und die Wichser stecken mich in eine Scheißzelle. Ey, Jonathan, mit... hallo, schrei nicht so. Mit einem lebenslänglichen. Du sollst nicht so schreien. Diese dummen Vollidioten. Hör auf zu schreien. Meine Güte. Hast du überhaupt einen Aschenbecher da drin, Jake? Nee, hab ich leider nicht. Nimmst du die gleich weg, ja? Ja, ich spiel heute noch Flipper. Was für ein Flipper? Spiel ich heute noch. Ich hab so eine Krawatte. Das ist so nervig. Meine Fresse. Also jetzt gerade hast du gar nichts. Hey, nur weil du dein Leben versaut hast, heißt es noch lange nicht, Jonathan, dass ich... halt die... Ey. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Atme mal tief ein und aus. Ich höre das nicht. Los. Besser, oder? Kann ich was von deiner Zigarette haben? Kann ich einen Zug nehmen? Ich dachte, du rauchst nicht. Brauche ich jetzt. Nee, gibt's nicht. Wie kann man eigentlich so behindert sein? Warum regst du dich eigentlich so auf? Weil, weil ich mich verlassen fühle von den Leuten, die eigentlich meinen Schutz gewährleisten. Tragisch. Die Frage ist eher, warum das notwendig ist. Was notwendig, dass ich hier eingesperrt werden muss? Oder dass sie mich hier rausholen sollten? Naja, sowohl als auch. Dass sie Schutz brauchen. Den Schutz brauche ich ja nicht, wenn es keine Gefahr gibt. Und die Gefahr kommt ja von euch. Also jetzt gerade in diesem Moment siehst du Gefahr, ja? Gerade nicht, also potenzielle. Ja, wenn du so weitermachst, dann also, ist das auch berechtigt. Laut Definition ist, glaube ich, Gefahr sowas wie ein Ereignis, das ich jederzeit in eine Art von Rechtsgut Verletzung umschlagen kann. Also etwas im Raum Stehendes, was noch nicht einem direkt gefährlich geworden ist, aber jederzeit das Potenzial dafür hat. Eine Sekunde. Ja, hallo? Hast du immer noch die Leopardenschlüppi an? Bist du nackt im Gefängnis? Ja, und ich bin mit jemandem hier in der Zelle. Ach, das habe ich ja schon mal erzählt. Wo bist du denn? Ey, ich weck gerade das ganze PD auf, dass wir da reinkommen. Ich sag dir, hier ist gerade richtig Action. Ey, weißt du, soll ich dir was erzählen? Was denn?
Die Wärter haben mich in Einzelhaft stecken wollen, aber die haben mich mit einem Insassen gesteckt, der lebenslänglich hat. Vielleicht noch irgendwie auf Whistleposten? Ja. Und die Wärter haben sich verpisst, nachdem sie das gesehen haben. Die Nein. gehen einfach, doch? Wirklich? Ja, wirklich! Wie cool! Das ist eine Story! So Mein Gott, du sollst nicht immer so rumschreien. Also versuchen wir jetzt das Bild von dir im Leo, versuchen wir als Einsatzkarte zu kriegen. Jonathan. Und du hast gesagt, die lassen dich da drin und die sind ohne Wärter da, ja? Bist du da jetzt? Ja, ich bin alleine mit drei Leuten, die lebenslänglich haben. Oh, da kommen die Wärter jetzt auf einmal. Oh, die gehen wieder! Schreib das auf. Warte mal. Okay, ich schreibe ja alleine. Wie lange bist du noch da? Ja, bist ein Uhr noch was oder so? Okay, also 0 oder 1. Ja, das wird aber eine lange Zeit. Junge. Bitte hol mich hier raus. Bitte. Ja, da schuldest du mir aber was so. Ja, bitte. Okay. Ich sag dir, ganz Weasel News ist gerade ein bisschen lustig, wie er Angst hat eigentlich. Dann komm mal hier und versuch langsam das Beste. Hat er ja echt schon fast eine Klatsche verdient. Ja, ich versuch's. Ne? Kann froh sein, dass diese Scheißtür hier zu ist. Lastiv, ja? Kannst dann. Du mir irgendwelche Bilder schicken? Ich hab nicht mal 3 Minuten mit ihm geredet gehabt. Mach mal ein paar Bilder. Schick mir. Ja, ich will ihn nicht direkt... Mach ich im Anschluss. Okay. Dann. Auf dem Boden sehen. Deswegen. Habt ihr was dagegen, wenn wir ein Selfie machen können? Er sieht sehr... Nein, gib kein Selfie. Also. Gib kein Selfie. Und wag es dich. Ja, okay. Ja. Er sieht schon so angeschlagen aus, deswegen, wenn ich ihn jetzt einer überziehe, dann... Guck mal, da sind ganz schön viele Leute und ich glaube, die interessieren sich nicht für dich. Oder vielleicht doch. Irgendwo kann ich das nachvollziehen. Ja. Sie stecken mich in Einzelhaft. Jetzt wollte er hier den Spielspaß verderben. Und hier ist jemand drin und sie wussten es. Seit über einer halben Stunde und haben nichts gemacht. Sie sind böse. Herr Laser, nee, ist beruhigen so. Sie sich. So, die Damen würden so einmal zwei ja, Schritte nach rechts gehen. Das war eine Anzeige, mein Freund. Das werden sie sowas, das wird ihnen sowas von... Das wird teuer. Lassen Sie mich da mal rein. 2 Minuten. Warum Lasers? Bezahlst du für die unsere kaputten Schadenersatz? Super. Möchtest du noch was sagen, wo wir alleine sind? Nein, ich respektiere dich, deswegen habe ich nicht dir gegenüber Negatives so. Zu äußern. Jetzt dürfen wir es da. Love is in the air und so. Ja, klar. Und er wird frech in 3, 2, 1. So, Herr Laser, Wichser, Sie Wichser, bleiben noch was Wichser. Drin. Siehst du? Jonathan. Ich meine die Polizisten! Ich meinte die Polizisten, nicht dich! Herr Laser, für jedes für Mal, wenn Sie hier aufmüpfig werden, haben Sie eine weitere, verdienen Sie sich weitere Zeit. So, wenn sie natürlich mal die ganze gucken, Zeit in Einzelhaft bleiben. Ausgang des Jails erwischt. Sie haben mich in Einzelhaft stecken wollen, um deeskalierend zu wirken. Stecken mich mit einem Häftling, der lebenslänglich hat und unternehmen nichts. Mein Freund, du, boah, Junge, du, Junge. Ganz ruhig, Jonathan. Eine super wichtige Frage noch. Bist du noch bei The Only One? Das kann ich nicht sagen. Also die letzte Folge, die rausgekommen ist, das müssen gerade die Weasel-Chefs und ich wissen. Bist du noch da drinnen? Weil das müssen wir jetzt verwenden, um wir reinkommen oder nicht. In der letzten Folge bin ich noch, bei der letzten Entscheidung bin ich noch drin. Ja, aktuell schon. Zu Ihnen sind wir ja. Okay, du bist auch noch final drin, ja? Unabhängig von der, was du gerade noch draußen ist. Nein. Ich bin seit der letzten aktuellen Folge noch drin. Nach der aktuellen Folge. Okay. Mach das. Gut, bis dann. Mach das. Was ist passiert? Hey, Jake! Komm mal her! Miriam, vielen Dank für die 6 Monate. Sir Hamedos, ist so richtig? Danke für den Prime-Sub. Ich danke dir, Mann. Vielen, vielen Dank. Ich versuche hier gerade... Es ist so beruhigend, mal einen Orangen zu sehen unter diesen ganzen roten Leuten. Das ist so heftig, wie viele hier davon gerade im Knast sind. Ich muss sagen, dass ich mir Knast-RP heute langweilig vorgestellt hätte. Aber wir hatten ja sogar nicht mal Zeit, die The Only One-Folgen zu gucken. Crazy! Ne? Also das ist mal das etwas andere Knast-RP. Hallo?
hast du keine Kleidung an? Na, weil die in Rot mich abgezwungen haben. Ich würde dir raten, auch in eine Zelle zu gehen, sonst widerfährt dir das gleiche Schicksal, ne? Hm. Vorsichtig! Ah. Vorsichtig, der beißt! Der beißt? Ich beiß dich nicht. Ja. Außer du willst. Ekelhaft, ich will nicht, ne. Gut. Warum hast du einen Leopardenunterhose an? Naja, ich weiß ja auch gern. Erkennst du ein Muster? Und ich rede nicht vom Leoprint. Geh mal wieder runter.